Festung der Todesschützen von Sontag. This thing on? I'm gonna be brief, because I'm dying. Because I got shivved. A lot. I just want to get it on record that using force fields for doors in a space prison is a bad idea. You know what would have been better? Regular doors with locks. Locks that don't open when the power goes out. Man, those blue force fields look good, though. Every time I saw one, I thought, wow, I am in space. Still, though, a door made out of paper would have been better in the long run. Would have at least slowed them down for a second. Anyway, anybody not escaping or shivving me, get back to work. Und denn, wir gehen die Treppe hinauf, wir gehen uns in den angrenzenden Raum, um die linke Hand anzusehen. Die Todeskammer 5 mit dem Titel Festung der Todesschützen. Was haben wir hier? Beschuss, tödliche Flüssigkeit, Würfelplattformen und Traktorstrahlen sowie fallende Würfel. Auf geht's! Oh, 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 da geht's schon los mit Beschuss. Da geht's schon los. Oh, hier. Nein, 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 nein. So, um hier hochzukommen. So sieht das Ganze von oben aus. Na, gefällt dir das? Autschi, Bautschi. Hier ist keiner. Hier ist einer. Darum. So seid ihr am besten. Oh oh. Suche. Schlafmodus aktiviert. Spielmodus aktiviert. Freund. Noch jemand da? Schlecht. Sind sie nicht freundlich? Die kleinen Türme? Weg war er. Bitte lass mich runter. Bitte schön. Ziel verloren. Und zum Dank erschießt du mich. Und tschüss. Noch jemand da? Gute Nacht. Such. Tut dir das weh? Aua, aua! Tut mir ich auch weh. Bin dir nicht böse. Da ist ja nett von dir. Was soll das? Fahre hoch. Da bist du genau richtig. Bitte, und du lass auch. Mich runter. Hallo? Das sieht auch gut aus. Und du, was machst du jetzt? Wir haben nicht etwas höher gelegt.
Wie eine mittelalterliche Festung erhebt sich dieses Gebilde in dieser Testkammer. Nun befinden wir uns in einem inneren Graben. Es ist eine äußere und der inneren Mauer. Da sind sie ja. Werden sie dort auf ewig hängen. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Gehen wir mal links lang. Und hier? Den Traktorstrahl. Utsch. Tu dir bloß nicht weh. Noch einer. Darf ich ihn mal sehen? Nun ja. Die können wir ja stehen lassen. Und du? Na? Was möchtest du? Hier rumspringen? Ja? Gefällt dir das? Wenigstens kannst du nicht mehr schießen. Für mich einer der Hauptvorteile des Franken Cubes. Das sieht ja aus. Diese Beinchen. Was möchtest du denn? Dass ich nach oben bringe? Ich glaube, das schaffen wir. Ach nein, zu viel rumgezappelt, was? Ach, je. Weiter geht es. Den Weg nach unten begeben.
mit, meine lieben Frankenfreunde. Noch jemand. Das sieht ja gut aus. Und die Nummer 4. Ein kleines Hündchen. Komm her, mein Hündchen. Nicht da lang. Eine kleine Frankenmenagerie. Wo wollt ihr denn hin? Immer nach vorne hüpfen, nicht wahr? Immer nach vorne, nach vorne. Und schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, da geht's nach oben. Dann nehme ich mal einen von euch mit, nicht wahr? Komm mit, mein kleiner Funky. Wir fahren mit dem Traktorlift nach oben. Ein weiter Weg. Muss nicht runterfallen, mein Freund. Oh, nur nicht runterfallen. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall weiter oben. Hier geht's noch höher hinauf. Und die Treppe nach oben nehmen wir. Und wir nehmen unseren kleinen Freund Frankie natürlich mit. Unter der Decke hängen wir jetzt. Werden wir schaffen, uns aus dieser misslichen Position zu befreien? Oder werden wir ewig hängen bleiben? Das ist jetzt die Frage. Zack, wir haben es rausgeschafft.
und platzieren den ersten Würfel. Wollen wir hoffen, dass er auch liegen bleibt. Der erste Zugang ist freigeschaltet. Oh, hier geht's mal tief runter. Sehr tief runter. Ziemlich tief. Hallo Frankie, ich komme dich gleich holen. Sehr sautief. Da wartet die Gruppe, um nach oben gebracht zu werden. Wie ich sehe, haben sich in kurzer Zeit ein wenig verlustiert. Na, holst du ihn? Ich werde dich mal nach oben schicken. Zappel nicht so mit deiner Beine. Da kommst du eh nicht weg. Schick mir die schon mal nach oben.
ästhetisch schön, das muss ich schon sagen. Fehlt nur noch einer. Um den Weg aus der Festung der Todesschützen zu schaffen. Der nächste Wurf ist platziert. Zwei weitere warten noch darauf, abgeliefert zu werden. Ist es nicht entzückend? Wie sie da hängen? Nun ja, ich werde euch gleich aus dieser misslichen Lage befreien. Erst dich. Und dann dich. Aber nicht so. Wow. So klappt es. Der Ausgang ist frei. Nun wollen wir noch kurz nach unten schauen. Da waren noch irgendwo noch ein paar kleine Türmchen. Man könnte ihnen einen Besuch abstatten. Das könnte man.
Kirche. Geh zu deinem Kumpel. Das Glas zerschießen. Ziel verloren. Schläfchen. Schlaf ein, mein kleines Türmchen, schlaf ein. Das ist ja nett. Nett von dir. Ich will runter. Ich bin dir nicht böse. Ach Gott. Welch nette Einstellung. Was soll das? Noch jemand da? Und tschüss. Könnten Sie bitte herkommen? Suche. Tiefschlaf. Was soll das? Abwärts. Oh, ein armer kleines Türmchen. Ich will runter. Noch jemand da? Sehr flexibel, diese Türme. Schlafmodus aktiviert. Ist dort jemand? Wer da? Suche. Abgeschaltet. Da ist ja noch jemand. Nicht. Noch jemand da? Schläfchen. Suche. Ziel verloren. Lass mich runter. Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh. Okay. Hey. Schick ich dir deine Kamera an. Fahre hoch. Und rein da. Hallo. Ziel verloren. Das Traktorgrab der Todestürme. Suche. Von dort wird noch geschossen. Selbst in dieser Position sind sie noch zu lange auf mich zu schießen. Wie durch eine zähe Masse bewegt man sich durch den Traktorstrahl. Wie weiches Gallert.
Wir begeben uns nun auf den Weg zum Ausgang. Schwupps. Die Treppe nach oben erwartet uns. Und da ist sie schon. Die Tür, die uns die Freiheit verheißt. Ich verabschiede mich nun von diesem Raum. Hoch ist er, groß ist er. Und voller tödlicher Überraschung. Das war's. Der Turm ist abgeschlossen.